CSU-CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Soziale Medien bieten großartige Möglichkeiten und Chancen der Kommunikation und sind heute wesentlicher Bestandteil unseres öffentlichen Diskurses. Sie haben sich in den vergangenen Jahren extrem dynamisch weiterentwickelt und haben eine enorme Reichweite. Beispielsweise nutzen Facebook mittlerweile weltweit 1,9 Milliarden Menschen. In Deutschland nutzen das Netzwerk etwa 25 Millionen jeden Monat. Mit dieser Entwicklung einher geht eine spürbare Veränderung des öffentlichen Diskurses im Netz sowie in der Gesellschaft insgesamt. Neben all den positiven Aspekten sehen wir leider zunehmend auch Beleidigung, Hass, Diskriminierung, Aufruf zur Hetze, ja, sogar Mord. In den letzten Wochen und Monaten waren immer wieder Videos von Gewalttaten auf Internetplattformen veröffentlicht worden, so schlimm, dass man sie gar nicht beschreiben will. Nach der Veröffentlichung eines Mordvideos auf Facebook hat Mark Zuckerberg kürzlich Konsequenzen zugesagt und die Einstellung von tausenden zusätzlichen Mitarbeitern angekündigt, die löschen sollen. Bereits heute müssen, wir haben das mehrfach gehört, soziale Netzwerke rechtswidrige Inhalte löschen, wenn sie Kenntnis davon erlangen. Die Diensteanbieter kommen dieser Löschpflicht zwar grundsätzlich nach, allerdings nicht in dem erforderlichen Umfang und vor allem oft viel zu spät. Dabei spielt insbesondere der Faktor Zeit eine ganz entscheidende Rolle. Auch wenn rechtswidrige Inhalte relativ zeitnah gelöscht werden, haben sie bis dahin möglicherweise schon Hunderttausende Menschen gesehen, kopiert und weiter verbreitet. Empirische Daten belegen, dass trotz der rechtlichen Verpflichtung oft zu wenig passiert und rechtswidrige Inhalte zu lange im Netz verbleiben. Aus diesem Grund hat Justizminister Maas zunächst das Gespräch mit den Diensteanbietern gesucht. Es wurden runde Tische organisiert, sogar eine Taskforce eingerichtet. Aber auch diese Bemühungen, über die Selbstverpflichtung der Anbieter eine Verbesserung zu erreichen, haben nicht den dringend notwendigen Erfolg gebracht. Es kam zwar Bewegung in die Diskussion, der Druck zum Handeln wurde erhöht, aber bislang ist viel zu wenig passiert. Als Unionsfraktion haben wir uns intensiv mit der Entwicklung von und auf sozialen Medien auseinandergesetzt. Wir haben einen Fraktionskongress zum Thema Hassrede und Fake News veranstaltet, mit Wissenschaftlern und Experten diskutiert und anschließend ein Positionspapier entwickelt. Wir sehen, dass wir der Entwicklung nicht nur, aber eben auch mit Hilfe gesetzlicher Regelungen begegnen müssen. Das Positionspapier ist für uns Grundlage dafür, das steht seit Januar diesen Jahres auf dem Fraktionskongress, ist von Volker Kauder bis Thomas Jarzombek und Nadine Schön, waren alle anwesend, tragen alle dieses Positionspapier mit. Das ist Grundlage und da gibt es Einigkeit in der Union. Bei der gesetzlichen Regelung haben wir das klare Ziel, wirksame Verfahren zu implementieren, um strafrechtlich relevante Inhalte zu identifizieren und die Rechtsdurchsetzung zu stärken. Es gilt aber auch die oftmals schwierige Abwägung zwischen Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsrechten sicherzustellen und sehr genau darauf zu achten, dass die Regelung nicht eine Eigendynamik zulasten der Meinungsfreiheit auslöst. Ein Löschen auf Vorrat darf und wird es mit uns auch nicht geben. Aus dem vorliegenden Gesetzentwurf möchte ich drei Punkte herausgreifen und die Frage stellen, ob die grundsätzlich gute Absicht des Gesetzes auch tatsächlich zu einem guten Ergebnis führt. Und da wird der Herr Kollege Klingbeil einige Punkte sehen, bei denen auch er Änderungsbedarf angemeldet hat. Erstens werden wir uns den Anwendungsbereich ansehen. Also wen betrifft das Gesetz? In § 1 steht, das Gesetz gilt für Telemediendienstanbietern, die mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die es Nutzern ermöglichten, beliebige Inhalte mit anderen Nutzern auszutauschen, zu teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ausgenommen sind soziale Netzwerke im Inland mit weniger als 2 Millionen Nutzern. Nach dieser Definition wären zunächst sehr viele Plattformen eingeschlossen.
Nun wurde der Anwendungsbereich zwar in der Begründung bereits näher definiert, es stellt sich aber die Frage, ob dies ausreichend ist und nicht einer Klarstellung in § 1 bedarf. Ich meine schon. In der Begründung wird ausgeführt, dass mit dem Gesetz maximal 10 soziale Netzwerke erfasst werden sollen. Es muss aber eindeutig klargestellt sein, dass wir nicht beispielsweise E-Mail-Dienste oder Bewertungsportale oder auch innovative Geschäftsmodelle von Start-ups durch unverhältnismäßige Auflagen verhindern bzw. unmöglich machen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch über den Schwellenwert von 2 Millionen Nutzern sprechen. Es gibt Plattformen, die je nach Definition möglicherweise keine 2 Millionen Nutzer in Deutschland haben, aber durchaus gesellschaftlich relevant sind. Also ich denke, eine Konkretisierung des Anwendungsbereichs ist zwingend erforderlich. Der zweite Themenbereich, den ich herausgreifen möchte, sind die Qualitätsstandards. Im Gesetz werden vollkommen zu Recht Standards zum Umgang mit Beschwerden eingeführt. Standards aus dem Land, in dem Land, in dem die Dienste angeboten werden. Es ist absolut richtig, den Plattformen Qualitätsstandards abzuverlangen. Das ist auch ein zentraler Ansatz des Entwurfs. Er umfasst die verpflichtende Einführung eines Beschwerdemanagements, regelmäßige Berichtspflichten, die Verhängung von Bußgeldern bei Verstößen gegen eben die Berichtspflicht und das Fehlen von dem Beschwerdemanagement. Und insbesondere halten wir die in Artikel 5 geforderte Benennung eines inländischen Zustellungsbevollmächtigten für zwingend notwendig. Dies sind absolut sinnvolle Maßnahmen, übrigens alles Punkte unseres Positionspapiers. Diese Maßnahmen schaffen Transparenz und führen einen Mechanismus ein, wie mit Beschwerden umgegangen werden muss. Und drittens, die meistdiskutierte und zentrale Frage, wer entscheidet, was gelöscht wird und nach welchen Kriterien. Wie bereits erwähnt, sind Plattformen auch heute schon verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen, wenn sie Kenntnis davon haben. Dies geschieht bisher nach unternehmensinternen Kriterien auf eine intransparente Art und Weise. Und bereits diese bisherige Praxis ist zu hinterfragen. Denn wollen wir tatsächlich den Unternehmen die alleinige Entscheidung darüber überlassen, welche Inhalte gelöscht werden und welche nicht? Ich meine nein. Wir brauchen einen rechtsstaatlichen Mechanismus, der einer Entscheidung über die Löschung oder das Verbleib seines Inhalts vorgeschaltet werden muss. Ein Mechanismus, der sicherstellt, dass die nicht eindeutig rechtswidrigen Inhalte einer sorgfältigen rechtlichen Prüfung unterzogen werden. Er sorgt darüber hinaus für Rechtssicherheit auf Seiten der Betreiber und Nutzer und würde einer unverhältnismäßigen Löschpraxis vorbeugen. Aus dem Bereich des Jugendmedienschutzes kennen wir das Modell der Beschwerdestellen, die sehr erfolgreich mit der Justiz zusammenarbeiten. Und dieses Modell der regulierten Selbstregulierung, das von allen Rednern der Union bisher genannt wurde, kann ein Vorbild sein. Denn dies würde bedeuten, dass nicht die Plattformbetreiber entscheiden, sondern ein vom Staat kontrollierte und von den Unternehmen finanzierte Instanz. Diese prüft alle kritischen Sachverhalte mit geschultem Personal nach klaren Kriterien. Über solch ein Modell müssen wir im parlamentarischen Verfahren reden. Ob ein Inhalt rechtswidrig ist oder nicht, das liegt in vielen Fällen klar auf der Hand. In mindestens so vielen Fällen können sich aber hervorragende Juristen stundenlang streiten und am Ende zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die Grenze zwischen der Meinungsfreiheit und der Verletzung von Persönlichkeitsrechten ist oft fließend und bedarf einer eingehenden fachrechtlichen Prüfung. Die Intention des Gesetzes ist absolut richtig. Wir wollen und müssen eine Verbesserung bei der Rechtsdurchsetzung erreichen. Was rechtswidrig ist, muss aus dem Netz verschwinden, so schnell wie möglich. Opfer von Hasskriminalität und anderen strafbaren Inhalten muss zu ihrem Recht verholfen werden. Ein Löschen auf Vorrat darf und wird es mit uns aber nicht geben. Vielen Dank. Vielen Dank.